Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin frisch aus dem Krankenhaus. Ich bin heute entlassen worden nach meiner Schulter-OP. Infos dazu gibt es im Zweitkanal, deswegen kam mir noch eine Zeit lang jetzt wirklich gar keine Videos. Jetzt aber hier das Best-of von PeopleSprint. Das war einen Tag vor der OP. Und da haben wir ein besonderes Event gemacht, denn es war das 10. Mal, dass wir PeopleSprint veranstaltet haben. Und wir haben einen Relay-Race gemacht, also einen Staffellauf zu Deutsch, wo wir mit Dreierteams jeweils mit einem Profi, einem Semi-Profi und einem Amateur gemeinsam Teams gebildet haben. Und die haben immer jemand anders ins Rennen schicken müssen, ohne zu wissen, gegen wen sie denn spielen werden. Und das Ganze ist meiner Meinung nach sehr cool geworden. War eine coole Jubiläums-Edition. Wir hatten auch Save It als Partner dabei. Wenn ihr Save It noch nicht kennt, dann checkt das gerne unten ab im Link. Könnt ihr gerne meinen Creator-Code verwenden, um mich zu supporten. Das ist Startup.Dave. Und ansonsten ist alles beim Alten. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich immer, dass die PeopleSprint-Videos bei euch gut ankommen. Wenn ihr sie ein bisschen pusht dafür im Algorithmus, wäre ich euch sehr dankbar. Vor allem jetzt gerade, weil ich mit Videos nicht hinterherkommen werde aufgrund von meiner kaputten Schulter. Ja, es wird die Tage wahrscheinlich auf dem Zweitkanal wieder ein paar Videos geben, die schon vorproduziert wurden und vor allem Reactions, weil ich jetzt gerade eben nicht viel anders machen kann. Also checkt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Dann viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zum 10. Mal Minecraft PeopleSprint, zum 10. Mal Minecraft Speedrun Invitational und ich freue mich, denn es wird eine Wahnsinnsausgabe. Wir haben heute ein Spezial für euch vorbereitet zum Jubiläum und das ist das Relay Race. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Was ist PeopleSprint? Wir machen ein Minecraft Speedrun Turnier, haben das in verschiedenen Formaten gemacht, zwischen Streamern, zwischen Profis, mit Tag Team und heute machen wir ein Relay Race. Das Format ist was ganz was anderes. Kurz zusammengefasst, wir werden die nächsten 4 bis 5 Stunden in etwa Minecraft Random Seeds durchspielen. Das bedeutet, niemand von den Teilnehmern kennt die Seeds davor. Wir spielen in Version 1.16.1, weil es die beste Version zum Speedrunnen ist. Es wird lustig, denn wir haben eine spezielle Ausgabe. Bleibt weiterhin bei 750 Euro Preisgeld, aufgeteilt auf die 3 Spieler, Spielerinnen pro Gewinnerteam, denn wir haben Dreierteams dieses Mal. Zum ersten Mal und das nicht nur halbe, sondern auch ganze. Wir haben insgesamt 4 Dreierteams, also 12 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Dazu gleich mehr. Wenn ihr alle Informationen gesammelt haben wollt, weil das jetzt vielleicht ein bisschen viel ist, was ich euch erzähle, dann checkt auf jeden Fall die Website aus auf www.peoplesprint.at. Dort findet ihr alle Teilnehmer, alle Links, alle Informationen, den Punktestand, alle Seeds, falls ihr die selber spielen wollt und so weiter und so fort. Ich habe bereits erwähnt, wir haben 4 Dreierteams, also 12 Teilnehmer an der Zahl. Wir werden 6 Seeds spielen und diese Dreierteams sind immer zusammengestellt aus 3 verschiedenen Kategorien. Wir haben einmal Profis, das sind tatsächliche Speedrunner, mitunter die besten im deutschsprachigen Raum, die wir hier eingeblendet haben. Multipearl und D-Max, die kennt ihr schon, die haben die letzten Male bei PeopleSprint immer schon mitgemacht in den Tag-Team-Varianten. Mit dabei neu sind heute Dimovo und Finizko, damit ihr einen kurzen Überblick habt. Dimovo ist aktuell Platz 1 im deutschsprachigen Minecraft-Speedrun-Raum und zwar in Ranked. D-Max ist Platz 2 und Finn ist auch recht weit oben mit dabei. Die findet ihr alle übrigens auch auf dem Speedrun-Discord, falls ihr, wie gesagt, das selber Ganze mal ein bisschen anschauen wollt. Die werden aber nicht alleine spielen. Nein, wir haben natürlich 2 andere Kategorien und zwar haben wir einmal die Semi-Pros oder Semi-Amateure, wie man es nennen möchte. Medium ist es hier bezeichnet, das ist sehr freundlich. Die Wortwahl ist mir ein bisschen schwierig gefallen, weil wir wollen auch nicht letzten wir werden es gleich sehen, ja. Aber die Medium-Spieler, das sind der liebe Castcrafter, Noreax, Tian und Chaosflo, die setzen sich zusammen aus Spielern, die mit Minecraft schon sehr viele Berührungspunkte hatten, aber nicht die ganze Zeit speedrunnen, tryharden, aber dennoch auch schon das ein oder andere Mal entweder bei PeopleSprint mitgemacht haben oder auch so gespeedrunnt haben und auch gute Resultate erzielt haben. Und das sind unsere 4 Medium-Spieler. Und die letzte Kategorie, und ich glaube, sie werden jetzt hier ganz lieb Amateure genannt, weil, wie gesagt, wir wollten die mit Noob nicht in die Pfanne hauen, sind Leute, die noch nicht so gute Resultate eingespielt haben oder mit Minecraft-Speedruns noch nicht so viel Berührungen hatten. In erster Linie haben wir da Merle Perle dabei. Freut mich sehr, dass wir zum ersten Mal bei PeopleSprint auch eine Streamerin dabei haben. Papa Platte, ich glaube, ihr wisst alle warum. Dann haben wir Veto, Norman und auch Space mit X, die hier am Start sind. Die haben alle schon bei PeopleSprint mitgemacht, außer Merle, aber wie gesagt, fallen hier eher in die Kategorie Amateure. Und ihr habt schon an den Farben erkannt, wir haben die in Teams zugeteilt. Jedes Team besteht nämlich aus einem Pro, einem Medium-Spieler und einem Amateur. Die ganzen Teams könnt ihr natürlich auch nochmal auf der Website auschecken. Wir haben einmal die Obsidian Outlaws, die Emerald Knights, die Lava Legends und die Netherstorm Raiders. Danke an ChatGPT für diese wunderbaren Namen. Und natürlich auch an den Maxi, den Dweeks, der das Ganze hier mit mir gemeinsam mittlerweile auch schon zum 10. Mal organisiert. Der hat nämlich alles hier im Hintergrund programmiert, die ganze Website, die ganze Mod. Wir haben einen eigenen Client, wo auch Banco mitgeholfen hat. Aber Maxi hier mit Dweeks seit Anfang an am Start, das Projekt mit ihm gemeinsam am Stemmen, freut mich mega. Und natürlich auch an die Regie, die hier super Arbeit leistet. Nicht nur mit einem tollen Studio und einem geilen Hintergrund, sondern auch mit super Grafiken. Network GG macht das Ganze, wie ihr hier lesen könnt. Perfekt aufgeklebt. So, jetzt zum Format. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen eigenen Client und ihr werdet praktisch jedes Mal, bevor wir in den ersten Seed starten oder in den nächsten Seed starten, eine Person aus eurem Team nominieren, die diesen Seed spielen wird. Der Clou an der Sache, die anderen Teams sollen nicht wissen, wer das sein wird. Also rein hypothetisches Beispiel. Wir gehen jetzt gleich ready für den ersten Seed. Ihr geht alle vielleicht in eine Szene, wo man euer Minecraft nicht sieht. Und die erste Person aus eurem Team, die bei der Map 1 auf Join klickt, kann draufklicken
und die ist dann praktisch dafür eingeteilt. Dadurch könnte ein Szenario entstehen, dass zum Beispiel das Team Nummer 1 einen Profi reinschickt, Team Nummer 2 ein Medium, Team Nummer 3 einen Amateur und Team Nummer 4 wieder einen Profi. Das ist dann vielleicht nicht so ausgeglichen, aber dafür, auf den anderen Maps, die dann gespielt werden, kann sich das Ganze dann umdrehen, das Blatt kann sich wenden. Denn der Clou ist nicht nur, dass wir 6 Seeds spielen mit 3er-Teams, das heißt, jede Person muss und darf aber auch maximal 2 Seeds gespielt haben. Wieder ein Beispiel. Papa Platte spielt jetzt den 1. Seed und den 2. Seed. Dann darf er die nächsten 4 nicht spielen. Wenn er aber den 1. spielt, dann ein paar nicht, dann kann er zum Beispiel den 5. wieder spielen. So 2 Seeds Maximum. Das Geile dran ist auch, die anderen beiden Teammitglieder, die können, während das eine Teammitglied, was nominiert ist, auch die ganze Zeit coachen. Die können sagen, hey, du kannst das machen, geh dorthin, versuch das zu machen, merk dir das und so weiter und so fort. Das kann hilfreich sein. Also wir werden hier eine Mischung aus Content und Tryharding setzen und ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Format. Niemand von den Teilnehmern weiß, was in diesen Seeds vorher enthalten ist. Sonst hatten wir das immer so, dass man gesagt hat, okay, der Seed ist ein Village-Spawn und ihr habt einen Rune-Portal. Und im Nether ist die Bastion circa in die Richtung. Das sind die Infos, die ihr habt. Viel Spaß damit. Jetzt weiß niemand irgendwas. Grund dafür ist nämlich auch eine neue Änderung. Wir haben nämlich einen Reset-Button. Und der funktioniert sehr geil. Wenn nämlich alle gleichzeitig starten, können wir auch wirklich eine Stoppuhr starten. Und zwar die Realtime. Das bedeutet, wenn alle gestartet haben, läuft ein Timer auf 30 Minuten oder von 30 Minuten ab, besser gesagt. Sobald das erreicht wird, ist der Run beendet. Alles, was ihr danach macht, wenn ihr noch nicht fertig seid, zählt nicht mehr. Die wichtige Zeit, die aber gewertet wird, ist die Ingame-Time. Und wenn ihr das erste Mal resetten solltet, dann wird eure Ingame-Time auf 0 zurückgesetzt. Für jeden weiteren Reset läuft die dann weiter. Beispiel, ihr geht ins Dorf rein am Anfang, denkt euch, okay, cooler Seed, ich kann das aber nochmal schneller spielen. Jetzt drücke ich Reset und mache das nochmal von neu. Dann habt ihr praktisch nochmal eine Chance, das Ganze, was ihr gerade gemacht habt, schon bekannt, schneller zu spielen. Ich habe gehört, wir sind ready zu starten. Drückt den Startknopf, beginnen den 1. Seed, wir schauen uns den 1. Speedrun an. Welches Team wird hier die Nase vorne haben? Ich werde euch noch ein bisschen was zu Punktewertung dann erklären, wenn wir drinnen sind. Und es geht los, der 1. Seed startet. Wir gehen rein und wir sehen, es spielen Multipearl, es spielen Papa Platte, es spielen Tian und Finizko. Das heißt, wir haben im ersten Run alle 3 Kategorien vertreten. Wir haben 2 Profis, wir haben einen Amateur und einen Medium im 4er-Splitscreen hier. Wir werden das natürlich dann auch im Detail anschauen. So, jetzt zum Mod. Ihr habt vielleicht gerade schon gesehen, Finn hat gerade den Iron Golem gekillt und 5 Eisen bekommen. Das ist eines der Features, was wir in dieser Mod haben. Wir haben aber deutlich mehr als das. Und zwar war es das Ziel von der People Sprint Mod, dass wir den Randomness-Faktor aus Minecraft ein bisschen wegmachen, ein bisschen manipulieren sozusagen. Das ganze Geheimnis dahinter ist, dass wir einfach die Chancengleichheit für die Spieler und Spielerinnen ein bisschen besser machen wollen. Der Iron Golem, der normalerweise 3, 4 oder 5 Eisen droppt, oder Blazes, die zu 50% droppen, aber es kann sein, du tötest 5 und kriegst keine Rod. Die Picks, die, wenn du dir den Gold gibst, traden dir Enderperlen, aber auch jeglichen anderen Müll. Wir haben versucht, das ein bisschen zu balancen. Und genau die Changes sind folgendes. Der Eisengolem droppt immer 5 Eisen. Jeder 3. Gravel-Block, den du abbaust, droppt zu 100% Flint. Jede 2. Blaze, die du tötest, droppt zu 100% eine Rod. Und jedes Pick, mit dem du tradest, innerhalb von 20 Goldbarren, droppt dir zu 100% einmal Enderperlen, einmal Strings, einmal Obsidian und einmal eine Fire-Easy-Potion. Wir haben nämlich auch im End noch was geändert. Und zwar funktioniert es so, dass der Purge vom Drache kontrolliert ist. Dass der Drache Purge-Forcebar ist. Das funktioniert so, sobald man in das End geht, läuft ein Timer von 1 Minute. Nachdem diese Minute aufgebraucht ist, kann man entweder auf die Koordinaten Z größer als 60 oder größer als minus 60 laufen. Und dann wird der Drache automatisch anfangen zu purgen, also zu landen. Und in diesem Purge kann man ihn dann auch töten mit den Betten eben. Der Grund, warum wir 1 Minute Delay dafür einfügen, ist eine andere Strategie, die heißt Zero Cycle. Ich bin gespannt, ob wir die heute sehen werden. Die Pros werden das, denke ich, durchaus mal verwenden wollen. Schauen wir uns das Ganze dann mal an. Die Leute, die sich mit Speedruns auskennen, kennen das schon. Und zwar dürfen alle ein externes Programm verwenden, das sich Ninja Brain Bot nennt. Das ist in Speedruns auch erlaubt und damit kannst du praktisch ein Auge werfen, ein Enderauge. Und wenn du dann richtig ranzoomst, das geht sehr schnell und das sieht... Speedrun haben alle die besten Overlays, Freunde, merkt euch das. Unten rechts seht ihr jetzt diese 100%. Das ist praktisch, dass er jetzt zu 100% weiß, wo der Stronghold ist. Ja. Und was er jetzt macht ist, in dem Programm steht jetzt für ihn genau drinnen die Koordinaten vom Stronghold und auch was für Koordinaten das im Nether sind praktisch. Und das heißt, er wird jetzt einfach dorthin gehen, wo die Nether-Koordinaten sind, sein Portal bauen und er wird genau im Stronghold spawnen. Ja, okay. Der ist machbar. Der ist machbar, sagt er. Und Reset. Und das ist so geil, dass wir das gleich das erste Mal sehen. Ich lieb's. Nochmal für die Leute, die jetzt gar nicht checken, was abgeht. Er startet jetzt den Seed neu und er weiß ganz genau, was ihn erwartet, weil er jetzt denselben Seed noch einmal spielt. Und jetzt kann er einfach seine Zeit überbieten. Nochmal als Reminder, er war bei 9 Minuten irgendwas gerade. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell er das spielt. Diese Katzen überall. Ja, die Speedrun-Community mag Katzen, wie man sehen kann. Ja, er macht's. Und wir haben den nächsten Reset. So geil. Man kann surrendern? Ja, den Surrender-Button haben wir extra für Kevin eingebaut. Wenn ihr euch... Oh mein Gott. Einmal durchatmen. Ja, ich atme durch, Finn. Alles gut. Oh mein Gott, er hat einfach halbes Herz in seinem Run, den er schon resettet hat. Und Finn wird jetzt seinen Zero tryen, so wie es aussieht. Nein, wird er nicht. Und das ist halt der Punkt, das hat sich jetzt wahrscheinlich für ihn nicht gelohnt zu resetten. Der Zero Cycle wird nicht ausgespielt.
Er hat mehr Zeit verloren, als er davor hatte. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ihr seht jetzt oben links das Overlay. Der Force Purge, usable in 35 Sekunden. Wenn Finn jetzt einfach hier stehen bleibt, circa auf Z60 minus 60, und wartet, bis dieser Time abläuft, wird der Drache automatisch purgen. Er kann natürlich auch vorher purgen und alle Strategien, die man dafür verwenden kann, wie zum Beispiel Half-Bows, sind auch natürlich möglich. Aber das ist auf jeden Fall der garantierte Purge, der für jeden gleich ist. Und das wird der erste One-Cycle, den wir jetzt hier sehen. Kein Zero dieses Mal, aber ja, dafür One-Cycle. Das sieht sehr nach einem Vorbett aus. Ja, und damit ist der Drache down. 10 Minuten, ja, Mann, beim ersten Mal wär's besser 40 in etwa. Ich glaube, Finn hat sich Zeit gekostet. Er war beim ersten Mal schneller, aber das hat sehr, sehr gut ausgesehen. Wir haben dieses Mal in der Regie was drin. Oh, wir sind Zero Cycle. Oh, nevermind. Konzentration. Wenn das klappt, sehen wir hier den ersten Zero Cycle. Aber er hat zu wenig Leben, oder? Ich glaube, er ist zu low für Zero. Oh. Schauen wir mal. Nein, er fliegt weg. Schade. Okay, da kann man nichts machen. Das hat nichts mehr mit dem Leben zu tun oder sowas. Manchmal fliegt der Drache einfach weg. Das ist sehr unlucky. Das passiert nicht oft, aber er wäre in Position gewesen. Er war HP-technisch ein bisschen low. Also es wäre sauknapp geworden. Aber worth the try. Hat auch noch genug Herzen. Oh. Das könnte ein Choke werden, Freunde. Das könnte ein Choke werden, tatsächlich. Oh mein Gott, der erste Seed ist schon viel zu knapp bei allem, Alter. Das kann nicht wahr sein. Okay, Kevin muss. Lauf weg. Kevin. Du musst mir zuhören. Ja, alles gut. Ich mach dir eine neue Crafting Table. Papa Plattes, One Cycle. Oh ja, Breakdance. Nee, mach. Du hast viele Betten. Bisschen früher. Oh. Ja, Bett rein. Du gibst ihm jetzt 5, bleib stehen. Nicht? Okay. Nicht. Axt nehmen. 5 Hits. Oh Gott. Nicht spam. Genau deswegen. Mit Picke. Oh Gott. Ich glaube, das wird's nicht. Bei der untersten Kopf. Ich glaube, das wird's nicht. Jetzt vor ihm das. Nee, das wird nicht reichen. Ärgerlich. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Bei Kevin knallt's komplett rein. Die Schere ist gehoben. Das ist ein Struggle, Freunde. Die Schere ist oben. So angetäuscht, der Drache. Die Schere ist oben. Die Schere ist oben. Ja. Ich hab die andere gesehen. Na gut, warte mal. Heb die Schere, Chat. Jetzt ist die Frage, wer mehr Damage gemacht hat. Ich glaube, Tian hat mehr Damage gemacht, oder? Aber das tut so weh, Bro. Es kann sein, dass wir die Punktewertung nicht perfekt haben, weil das jetzt nachberechnet ist. So, wir brauchen jetzt den VAR, versteht ihr? Aber die 30 Minuten sind jetzt erreicht. Der erste Seed ist beendet. Ich bin sehr gespannt, wie das dann in der Wertung aussehen wird, Freunde. Wir gehen zurück ins Studio. Platz 1 auf diesem ersten Seed und damit 4 Punkte. Das wissen wir, ist Finn, weil der hat bei ca. 10 Minuten 40 gefinisht. Ganz genau schauen wir uns das später noch an. Zweiter Platz ist Multipearl, der nimmt 3 Punkte für sein Team mit. Das wissen wir auch, weil der hat bei, ich glaube, 12 Minuten gefinisht, roundabout. Und dritter und vierter Platz, das werden wir gleich rausfinden, das muss jetzt nachgerechnet werden. So, das ist jetzt eingeloggt, jetzt können wir es anzeigen. Diese Grafik haben wir extra, damit wir wissen, wer dann gleich gegeneinander spielen wird. Jetzt ändert sich auch nichts mehr dran, weil wir gleich reinstarten. Wir sehen, ob sie den Outlaws schickt, Castcrafter ins Rennen, Emerald Knight schickt Noriax ins Rennen, Lava Legends, die Movo und die Netherstorm Raiders schicken Space mit X rein. Die Movo ist Profi, SpaceX ist Amateur und Castcraft und Noriax sind Medium. Alle drei Kategorien vertreten, alle drei sind am Start und ich bin gespannt, wie die sich schlagen werden. Wir gehen rein, Seed Nummer 2, Abfahrt, los geht's. Mal schauen, wie die Teams sich hier schlagen werden. Ja, der Seed ist ein bisschen irreführend und das ist auch perfekte Absicht. Und da will ich jetzt erklären, warum wir das gemacht haben. Ja? Wir haben, das ist jetzt nämlich, finde ich, sehr geil und sehr, sehr spannend. Wenn du hier auf diesem Seed spawnst, dann siehst du diesen Spike, diesen orangen Spike, wenn du hier Pie chartest. Der Grund, warum man das macht, ist, weil man einen Buried Treasure sucht, also sprich eine Schatzkiste, die vergraben ist. Aber du wirst hier keine finden, weil hier ist kein Buried Treasure. Das ist ein Bait. Und der tatsächliche Start hier ist ein Shipwreck und auch der tatsächliche Enter ist eigentlich nicht, wie Spaces gerade macht, eine Lava Ravine, sondern der tatsächliche Enter ist ein Lavasee. Und beides davon ist direkt am Spawn, aber das wissen die Teilnehmer nicht, weil man sieht das nicht sofort. Also diesen Seed habe ich speziell reingenommen, weil ich wissen wollte, wie viele Leute damit strugglen und dann später den Reset geil spielen werden. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ist eigentlich ein immens gemeiner Prank von mir gewesen, finde ich. Aber man kann so viel Zeit sparen, wenn man den Seed dann nochmal spielt und das halt weiß. Und das ist ein bisschen so ein Incentive für jeden Spieler, dass man hier auf Reset spielt. Und dann schauen wir mal an, wie wir das tatsächlich machen werden. Space resettet. Ist die Frage wegen Tod oder wegen Taktik? Das wissen wir jetzt nicht. Schauen wir mal. Heiko hat schon resettet. Okay, das ist tough. Setz da Anker hin, lade den, rechts klick den mit der Hand. Ja. Und kill dich mit Pearls. Oh, du hast keine. What the fuck?
Dima geht Step by Step den Plan durch, was Marcel hier machen soll. O7, das war ein Hunger-Reset, das macht man, damit man eben wieder vollen Hunger hat, damit man Herzen regenerieren kann und auch sprinten kann in weiterer Folge. Noriaks Reset lese ich gerade. Ich weiß gar nicht, weswegen, ist die Frage. Weil der hat ja schon einmal geresettet, war Penalty-Reset wahrscheinlich, ne? Er ist gestorben. Okay, das ist ärgerlich. Na, schauen wir mal. Gomme habe ich übrigens auch angefragt für das Event und der hätte Bock gehabt. Das wäre so geil gewesen, Gomme dabei zu haben. Aber ratet mal, der spielt auch das Valorant-Turnier von Eli. Noriaks schon wieder tot? Oh nein, das gibt's nicht. Können wir zum Rage rüberschalten? Ja, ist schon Fullcam. Er ist schon Fullcam. Marcel hebt die Schere. Die winken, die zeigen dich gerade. Die zeigen gerade deinen Stream, dein Gameplay. Ja, ja, ich hab grad. Zeig mal Gameplay, Marcel. Lack, was für Gameplay zeigen, Beni? Ich hab deine Adresse, Beni! Ich hab deine Adresse! Wenn du dich belämmst, steh ich mal vor der Tür! Ja, das war das letzte Mal, dass wir ein Sponsoring für People Sprint haben. Das Ding ist, ich glaube, wir haben halt bisher keinen Run fertig gespielt, ne? Wir haben bisher keinen Run fertig gespielt. Das ist ehrlich krass. Ich weiß auch nicht, wie es bei Space aussieht. Ich glaube, Marcel hat die Schere endgültig gehoben. Space haben wir jetzt lange nicht gesehen. Die Movo ist hier im Stronghold mies am struggling, das Portal zu finden. Kriegt hier sogar noch von den Zombies jetzt auf die Schnauze. Das könnte gefährlich werden langsam. Und Heiko Castcrafter muss jetzt hier den Stronghold überhaupt noch finden. Ich möchte kurz anmerken, der Seed ist glaube ich, der schwierigste, den wir drinnen haben. Ich habe den natürlich nicht blind, sondern halt mit Vorwissen in 14 Minuten, glaube ich, gemacht. So, und der Purge beginnt jetzt. Er ist usable, Purge. 29:14 haben wir aus der Regie gehört. Also er hat noch circa 40 Sekunden Zeit jetzt gerade. Circa 40 Sekunden, um diesen Run zu completen. Das wird eine Punktlandung, Freunde. Und damit könnte er eben der Einzige sein, der diesen Seed dann finisht tatsächlich. Und da ist der Finish. Da ist der Finish, Freunde. GGs für diesen Seed. Da wurde sehr, sehr hart die Schere gehoben. Freunde, wir gehen zurück ins Studio. Der Seed war hart. Es tut mir leid, falls ich euch eure letzten Nerven geraubt habe. Ich habe es gerade schon gesagt, da muss ich jetzt die Schere heben an der Stelle. Ich habe alle Seeds stundenlang rausgesucht, habe jeden davon selber gespielt. Mit natürlich dem Wissen, dass ich den Seed schon kenne. Also ich kannte ja schon alle Sachen. Ich habe mir praktisch Seed angeschaut im Spectator. Habe geschaut, ist er spielbar. Habe gesagt, ja. Und wenn ich ihn dann reinnehmen wollte, habe ich ihn einmal selber gerannt und dann wusste ich ja schon alles. Das ist dasselbe, was man dann weiß, wenn man schon einen Reset gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Und da waren alle Seeds für mich doable. Der hier auch. Ich habe alle Seeds aber dann blind von einem anderen Speedrunner, Grüße gehen raus an Mareiko, testen lassen. Und das ist der einzige Seed, den er nicht getestet hat aus Zeitgründen. Und genau der Seed ist es jetzt, der leider nur von einer Person gefinisht wurde. Also da hebe ich die Schere. Der war ein bisschen zu schwer. Das hier ist Map Nummer 2. Den Seed seht ihr oben. Den könnt ihr auch auf der People Sprint Website euch einfach kopieren und spielen. Version ist die 1.16.1. Könnt ihr noch selber anschauen, wenn ihr wollt. Die Movo, wie gesagt, mit 15 Minuten Realtime den Seed hier fertig gespielt. Und die anderen Zeiten sind jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Das sind die letzten Checkpoints, die erreicht wurden. Wir werten, wenn jemand den Seed nicht fertig spielt, anhand von den erreichten Checkpoints bzw. Milestones. Aber hier habt ihr mal die Punkte für diese Map. Die Movo nimmt für sein Team, für die Lava Legends, 4 Punkte mit. Castcrafter nimmt 3 Punkte mit. Space nimmt 2 Punkte mit. Und Noriaks, der hat die Schere gehoben, der nimmt einen Punkt hier für sein Team mit an der Stelle. Aktuell sehen wir einen Punktegleichstand von 3 Teams in dem Fall jetzt. Und das sind eben die, ja, alle Teams außer Emerald Knights. Also die Movo hatte gerade die 4 Punkte für sein Team geholt und damit die 6 Punkte gesamt. SpaceX hat die 2 Punkte geholt, damit die 6 Punkte gesamt, weil Finn den schnellsten Run davor hatte. Und Multipearl hatte den schnellsten Run im ersten Seed und Castcrafter war eben jetzt auf Platz Nummer 2. Den zweitschnellsten, sorry, also jeweils 3 Punkte. Und das bedeutet, wir haben auch gesehen, dass Tian tatsächlich dann vor Papa Platte war im ersten Seed. Also er hat mehr Damage am Ender Dragon gemacht. Wenn aber dann mehrere Personen, wie jetzt hier gerade 3 Stück, nicht durchspielen, dann zählen die Checkpoints. Wir haben ein Checkpoint-System. Der erste Checkpoint ist zum Beispiel, zu welcher Zeit bist du das erste Mal in den Nether gegangen? Der zweite Checkpoint ist, hast du deine 12 Enderaugen oder halt 12 Enderperlen und 6 Blaze Rods? Wenn ja, dann kriegst du 24 Punkte. Das ist aber nach oben gecapped. Du kannst nicht einfach 100 Blaze Rods farmen, sondern das sind halt 24 Punkte. Das ist der nächste Checkpoint. Dann, zu welcher Zeit bist du in den Stronghold gegangen? Zu welcher Zeit bist du ins End gegangen? Und wie viel Damage hast du am Ender Dragon gemacht? Und wenn jetzt 3 Leute den Run nicht fertig spielen, dann nehmen wir den aktuellen Stand der Checkpoints als Punktewertung für diese Personen. Seed Nummer 3 wird gespielt. Für die Obsidian Outlaws haben wir Merle Perle. Das erste Mal Debüt hier in Minecraft Speedruns von der Dame. Die merkt's bei den Emerald Knights und damit sind alle Profis jetzt einmal am Zug gewesen und haben gespielt. Tian mit seinem zweiten Run bei den Lava Legends und Chaos Flo mit seinem ersten Run bei den Netherstorm Raiders. Wir gehen rein in Seed Nummer 3, People Sprint Relay Race. Let's go. Tian hat unabsichtlich resettet. Wie passiert sowas? Das kann nicht wahr sein. Tian, wie? Wir haben diesen Button extra so platziert, dass man den nicht aus Versehen drücken kann eigentlich. Dima ist gestorben. Was ist passiert? Durch die Wand gekillt zu werden? Okay, aber das passt. Durch die Wand gekillt worden? Von Blazes wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Nee, mach ich auch nicht. Oh, das ist krass, das ist krass. Ich hab da zu viel schlechte Erfahrung. Schauen wir mal, wie er das hier umsetzen wird, wie er wieder reinkommt. Wither Skeleton. Okay, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist, by the way, ein sehr funny Stronghold. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt im Portal Room.
dass es zwei Wege in den Portal Room rein gibt. Seht ihr das? Rechts ist auch ein Eingang in den Portal Room. Das fand ich so geil bei dem Seed, weil das habe ich, glaube ich, fast noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr rare. Die hast du gerade weggeworfen, Flo. Die Spitzhacke hast du gerade weggeworfen. Er hat die genau geworfen, bevor er ins Portal gegangen ist. Habt ihr das gesehen? Er hat die Pickaxe einfach rechts weggeworfen. Ich dachte mir so, warum macht er das? Und dann geht er rein und wundert sich, wo die Pickaxe ist. Dima, Tian und Flo, alle drei im Reset. Merle, die Einzige, die hier den First Run fertig spielt. Die Realtime, die Richtige. No way. Oh mein Gott. Dima, Leben am Limit. Freunde, das ist immer kurzer Jumpscare, wirklich. So, und Chaos Flow beginnt hier. Mit dem One Cycle, hat genug Betten. Ja. Oh. Kurz scary gewesen, aber es reicht. Er baut sich ein und wir sehen den Finish bei, ich glaube, circa 10:38, 10:37 müsste es sein. 10:35. Dima Purge beginnt jetzt ebenfalls. Ist auf dem Weg in die Mitte und er kann das überbieten. Unterbieten. Ich glaube, das müsste er haben. Ja, das hat er. Das ist Fotofinish, wirklich Fotofinish. Super close, 10 Sekunden Unterschied, 10 Minuten. Dima finisht hier mit 10:24 und hat sich damit vorerst den ersten Platz gesichert. Und jetzt, meine lieben Freunde, zeige ich euch die Forcen-Strat, denn es kann maximal 7 Räume bis zum Endportal dauern. Gibt ja eine Sekunde, wo ist der Startpunkt? Können Sie mir bitte kurz helfen? Das ist jetzt sehr schizo gerade. Aber Merle hat anscheinend Forcen-Videos angeschaut, um sich hier für den Run vorzubereiten. ich weiß nicht mehr, wo es zurückging. Immer wenn die Tür von dir weggedreht ist, so gesehen. Da links gleich. Aber das müsste reichen. Hier? Ja, Tian hat den Finish. 11 Minuten 20 in etwa. Sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir, ob sie den One Cycle hitten kann. Das wäre insane krass. Mal F3B für die Hitbox. Narrator. Nein, der ist auf! Scheißegal, den No, was will er denn jetzt von mir, bitte? Ja, das ist der Enderman. Oh no. Oh no, oh no. Komm on, Melle, komm on. Du bekommst 3 hochstecken. Das ist dieser Phasenmoment. Oh mein Gott, Digga, ich opfer. Ja, Schere, ich hab eh keine Zeit mehr. 30 Minuten over. Aber das war krass, Melle, das war ehrlich krass. Das war ehrlich krass. Bumm! Aber du hast es End geschafft. Ey, das war so gut. War das krass oder war das krass, Alter? Ohne Scheiß, wenn ihr noch nie Minecraft gespeedrunnt habt, ihr werdet in diese Situation kommen, wenn ihr es probiert. Ich sag's euch, wie es ist. Ihr werdet da sein, ihr werdet bei 30 Minuten sein, ihr werdet euch denken, verdammt nochmal, Alter, ist das kacke Ende, wenn ihr euch angeschaut habt. 3 Seeds sind gespielt, die Hälfte des Turniers ist vorbei. Wir werfen mal einen Blick auf das Leaderboard von Map Nummer 3 und schauen uns an, wie es hier dann tatsächlich aussah. Die Merks! Super knapp vor Chaos Flow. Wir haben es schon gesehen. Das war wirklich ein Fotofinish, kann man fast sagen. 11 Sekunden trennen die beiden hier voneinander. Und Tian auch nicht weit dahinter. Nur eine Minute abgeschlagen. Und alle drei haben mit einem Reset gespielt. Das ist sehr respectable. Und Merle, wie gesagt, der Enderman am Ende hat es ja angetan. Der Purge war nicht perfekt. Da waren Kleinigkeiten. Die hätte es schaffen können. Und das war sehr, sehr gut. Und Zitat, Merle, besser als Papa Platte. Aber der hat auch noch einen Seed zu spielen. Schauen wir mal, ob die zwei sich vielleicht begegnen werden auf einem der nächsten Seeds. Beide können rein theoretisch noch spielen. Und jetzt haben wir natürlich auch das Overall-Ranking ready, wo wir jetzt einen Blick drauf werfen werden. Und das ist der aktuelle Zwischenstand nach der Hälfte von People Sprint Relay Race. Platz Nummer 1 aktuell, die Netherstorm Raiders, das Team von Finn, Chaos Flow und Space mit 9 Punkten. Mit nur einem Punkt Rückstand dahinter haben wir dann die Movo, Tian und auch Norman, der noch gar nicht gespielt hat übrigens, ja, möchte ich nochmal anmerken. Dann auf Platz Nummer 3 haben wir die Obsidian Outlaws, ebenfalls mit einem Punkt Abstand. Das ist das Team von Merle, was wir gerade gesehen haben, mit Castcraft und Multipearl. Und nach wie vor auf dem letzten Platz, aber sehr gut aufgeholt. Also nochmal davor war das Leaderboard 6 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte, 2 Punkte. Und jetzt nur noch mit einem Punkt Abstand zum dritten Platz. Die Emerald Knights, die Merks, Papa Platte und Noriax. Ah, wir haben auch eine Best Time tatsächlich. Okay, das schauen wir uns auch noch an. Vielleicht gerade aus der Regie. Das sind die schnellsten individuellen Runs, die gerade gespielt wurden. Platz 1 die Merks, Platz 2 Chaos Flow, Platz 3 Finn, Platz 4 Tian, Platz 5 Multipearl. Also bisher auch sehr solide Runs, die wir gesehen haben. Schauen wir mal, ob wir das noch unterbieten können in den nächsten Zeiten. Wir sehen hier das Lineup für den nächsten Seed und wir starten sofort mit dem Run Nummer 4. Let's go. Los geht's mit Castcrafter, D-Merx, Norman und Space. Also D-Merx spielt gleich seinen zweiten Run. Ich habe immer damals während Lernen und so in Schulzeit deine Streams zu Kevin und habe dann halt auch abgebrochen, weil ich über 6 stand. Ja. Danke nochmal dafür, Arschloch. Kein Problem, Bro. Er resettet wirklich. Dima resettet wirklich. Das ist ehrlich krass. Das ist halt leider immer das Problem. Also egal, was für ein Format wir im People Sprint spielen.
wir haben immer das Problem vom Metagaming natürlich, deswegen versuchen wir damit zu arbeiten, also dass wir halt sagen, wir wollen allen dieselbe Chance sozusagen lassen. Weil das Problem per se ist halt, dass jetzt es unmöglich ist für Dima nicht zu wissen, dass er gegen die anderen spielt. Versteht ihr, was ich meine? Der Chat irgendwo wird ja so oder so spoilern. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man sagt, den Chat nicht lesen, aber die Teammates sehen es ja auch, versteht ihr, was ich meine? Und es ist halt schwierig, weil wenn du jetzt sagen würdest, beim ganzen Turnier den Chat nicht lesen, dann hat ja natürlich der Chat auch keinen Bock mehr. So, Veto hat auch sein Trading Hole. Also ich sag dir, das ist eine Staples-Bastion, wie schon erwähnt, das ist die schwierigste Bastion für Leute, die erst anfangen mit Minecraft Speedruns. Und dass Veto hier aber so ein Ding reinzockt, das ist solid. Das ist solid. Ich sag ganz ehrlich, der Reset von Dima kann eigentlich nur negativ sein. Weil wenn der irgendwie choken sollte, dann wird er nicht Erster. Und das ist für das Team halt ein Super-GAU. Das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. So, also Heiko wird am Measuren sein. Dima ist in der Bastion mit seinem zweiten Run bei 4 Minuten Game-Time und ist jetzt am Fertig-Traden, hat schon gepearl-hanged. Sieht nicht schlecht aus für Dima auch, muss man sagen. Und je nachdem, weil es ist ja random im End, wie hoch diese Obsidian-Pillar sind, je nachdem, wie hoch der ist, wo der Drache ist, musst du dich auf eine bestimmte Höhe bauen, um dann das Setup dort zu bauen. Soweit klar, ne? Auf manchen Höhen, bei manchen Towern, gibt es eine Chance, das haben wir bei Multipearl vorher auch gesehen, dass der Drache einfach nicht weiter im Kreis fliegt, sondern einfach random wegfliegt. Minecraft Speedruns sind vercrackte Scheiße, Chat. Merkt euch das. Das ist das einzig Wichtige, was ihr wissen müsst. Drache kommt. Ja. Ja. Ja, alles gut. Mach das Bett früh. Mach Early Bett jetzt. Nein, zu spät. Aber er kann chillen, er kann chillen. Er hat noch Zeit, er kann chillen. Space, Leben am Limit. Fliegt gleich wieder auf dich los, musst du aufpassen. So, Heiko holt sich die Betten. Saved, das war knapp. Heiko hat das. Heiko, Castcrafter, finish diesen Run. 26 Minuten, 43, Space. Space ist zu schnell, Space ist zu schnell. Nein, er choked das. Das ist ärgerlich. Es gibt so viele kleine Sachen, die du bei den Speedruns lernen musst, die du üben musst. Und das Bad-Timing ist auch ein Part davon. Und das war jetzt leider nichts bei Space in dem Fall. Easy MLG. Gar kein Ding für Space. Und das war's. 30 Minuten sind da. Ja, Damage müsste jetzt egal sein. Die Regie hat jetzt die Punkte schon rausgerechnet. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der vierte Run, die vierte Map gewesen. Und wir haben wieder Ergebnisse und wir haben auch das Leaderboard, glaube ich, schon. Wie gesagt, alles, was jetzt noch passiert, also wenn Veto fertig zockt oder so, wird jetzt keinen Einfluss mehr auf das Ganze haben. D-Max finisht hier mit der mit Abstand schnellsten Zeit im Peoplesprint, die wir in diesem Run haben. 8 Minuten und 41 Sekunden. Und Castcrafter, wie bereits gesagt, hier finisht auch seinen Run in 26 Minuten 43. Stark auf jeden Fall für Heiko. Der hatte wenig Training, der war im Skiurlaub. Ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, dir ist kein Belgier von hinten reingefahren und hat dir deine Schulter ausgekugelt. Space eben knapp, leider mit den Betten gechoked. Das ist ein bisschen Übung und dann hat man das Ding auf jeden Fall drinnen. Und Veto hier auf dem letzten Platz war auch im End. Aber overall kann man sagen, solide und wie Merle sagen würde, immerhin besser als Papa Platte. Jetzt natürlich hier, oh, tatsächlich nicht auf Platz 1. Ich hätte gedacht, dass jetzt Dima sein Team, also Emerald Knights, hier auf Platz 1 wird. Aber nein, Space hat hier mit dem Punkt, den er noch safen konnte, über Veto, tatsächlich noch den ersten Platz für sein Team gekeept. Und es gibt keinen Gleichstand auf dem ersten Platz bisher. 11 Punkte damit für die Netherstorm Raiders. 10 Punkte jeweils für Emerald Knights und die Obsidian Outlaws. Und 9 Punkte für die Lava Legends. Ein paar Spieler haben jetzt schon zweimal gespielt und die können jetzt nicht mehr spielen. Darunter bei den Emerald Knights, Dima, also der Profi. Bei den Netherstorm Raiders ist es SpaceX. Oh, das haben wir jetzt live dazu bekommen. Regie hat gehustelt. Ich habe gerade in der Pause vorher noch gesagt, das wäre krass, wenn wir sowas hätten. Jetzt sehen wir das. Jetzt sehen wir nämlich, wer wie oft schon gespielt hat, Freunde. Das ist irre. Zweimal gespielt haben Castcrafter, Dimax, Tian und Space. Also total unterschiedlich, wer wie oft schon gespielt hat bei den Teams, von den Profis bis zu allem anderen hin. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch einen Showdown sehen, wo rein theoretisch 3 Pros in einem Seed sein könnten. Wir könnten aber auch einen Showdown sehen, wo 3 Amateure in einem Run sind. Also das ist krass. Da ist noch sehr, sehr viel offen. Und das Wichtige, Papa Platte versus Merle Perle. Dieses Matchup ist realistisch. Wir können es vielleicht sehen. In Seed Nummer 5. Und wir sehen hier unten schon, wer in der Queue ist, Freunde. Es ist Papa Platte gegen 3 Speedrunner. Das wird absolut krachen, Alter. Das ist insane. Aber damit haben wir leider keinen Kevin Merle Matchup. Aber es ist trotzdem absurd, das jetzt gleich zu sehen. Kevin, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß. Wir gehen in Map Nummer 5. Das ist ein Advanced Portal. Das werden wir bei den anderen wahrscheinlich auch sehen. Vielleicht können wir kurz bei Finn in den Fullscreen gehen, damit wir es nochmal genau sehen. Das ist ein sehr, sehr cooles Portal nämlich. Obwohl, nein, er macht es zu schnell. Wir können nicht in den Fullscreen gehen. Leute, die nicht Minecraft Speedrunner werden sich denken, oh, er hat verkackt. Er hat actually verkackt. Die haben beide verkackt, oder? High Risk, High Reward, dieses Portal. Oh, Finn struggelt gerade hart mit dem Portal. Was ist da los? Jetzt macht er L-Shape. Vielleicht die Pressure zu groß. So, und Multipearl in der Bastion.
Und wir haben eine Bridge-Bastion, die haben wir bisher noch nicht gesehen. Damit haben wir jetzt alle Types of Bastion schon gespielt. Bridge-Bastion ist die mit dem Kelch vorne. Die heißt tatsächlich Bridge und das hat mich am Anfang sehr verwirrt. Das ist eine sehr smarte Strat. TNT für Gold. Man spart sich so viel Zeit damit, das ist crazy. Ihr wisst ja, Gold ist ein weiches Metall für die Leute, die in Chemie aufgepasst haben. Das kann man ohne Probleme wegsprengen. Schaut euch an, wie schnell das läuft. Links oben, Freunde. Jetzt kommt der Zoom. Vielleicht auch gleich schon aus. Und das war insane fast. Wie viel Prozent sind es? Können wir das sehen? Sehen wir tatsächlich nicht. Der Ninja Brain Bot ist leider nicht visible für uns. Aber das war wirklich, wirklich schnell. Das ist crazy. Kevin hat schon neu gestartet. Tatsächlich, stimmt, ja. Was ist da passiert aber? Okay. Axt statt Eimer gecraftet. Okay, das tut weh, das tut weh. Das ist natürlich dann Full Reset. Zwei Welten einfach. Kevin fuckt sich ab, was das für ein Scheiß-Seed ist. Finn sagt, der Seed ist krass. So, ich glaube, die Movo ist der erste Possible Finish. 7 Minuten. Können wir nochmal in den Fullscreen gehen, dass wir uns das anschauen, weil der müsste jetzt im Portal dann rauskommen, wenn er alles richtig gemacht hat. Ja. Und jetzt possible eben auch ein Zero Cycle. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber dann können wir das jetzt sehen. Ich versuche jetzt irgendwie ein Live-Commentary hinzukriegen, was er jetzt genau macht, okay? Also er geht rein, baut das erste hier ab, platziert einen Block drunter, damit er hier auf die Höhe kommt. Jetzt baut er so viele Blöcke ab, wie er kann und wird mit einer Enderperle hier durch die Decke glitschen. Nein, nevermind, er macht's nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen Zero Cycle sehen, außer es ist ein Easy Tower. Was es scheinbar nicht ist. Nein, wir werden keinen Zero Cycle sehen, okay? Der Grund, warum nicht, ist, weil man hier zu lange braucht, um sich rauszugraben, aber das könnte jemand anderes spielen. 8 Minuten 33, der schnellste Run wird es nicht, Dimas war schneller, aber ist trotzdem sehr, sehr doable auf jeden Fall. Ja. Schön gespielt von Dimovo, kann man nichts sagen. 8 Minuten 55, 56, sowas umdrehen. 56 ist es. Jawohl. Das ist crazy, was Finn hier gerade abzieht. Ist auch da, rechtzeitig für den Purge, gar kein Problem. Erstes Bett wenig Damage, aber war wichtig fürs Timing, glaube ich. Und er hat's. Nein! Oh mein Gott, er hat's nicht! Drache 1 HP gefühlt. Jetzt mit dem Dia-Schwert noch rein. Das ist halt natürlich auch super dafür. Und ich glaube, das ist gerade nicht der Sub 8 deswegen, oder? 7 Minuten Zeit. Du bist erster. Ja, du musst erster. Das ist crazy. 8 Minuten. Nein. 3 Sekunden. Holy shit. Insane. Das ist insane. Aber hey, schau mal, Multipearl. 6 Minuten 45 in den Stronghold. Das ist schlagbar. Oh, das ist der Creeper. Come on, Kevin. Ich hab nicht Multipearl. Nein. Oh, Papa Blatt, es ist doable. Oh. Multipearl hat sein Bett nicht gerestet vor dem Death Reset. Ich werde so gefilmt von Noriax, weil mich die ganze Zeit als Wichser beleidigt. Okay, was jetzt? Wenn Kevin Dritter wird gegen die Profis, das kracht. Multipearl ist jetzt schon wieder im Portal. So, Multipearl wird jetzt den Run fertig spielen. Ihr müsst denken, wie krass dieser Seed war für die Profis, dass hier Leute einfach 8 Minuten Zeiten gespielt haben, ne? Das ist absurd, weil selbst eine 12 Minuten Zeit ist halt noch immer Giga-Chat. Der One-Cycle für Multipearl, der hier die Punkte für sein Team mit nach Hause nehmen will. Und das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und da ist der Run. Clap in den Chat, GGs für Multipearl. So, Papa-Platte, One-Cycle, kann er diesen Run finishen? Jetzt wird's spannend, Freunde. Die Spannung steigt. Sehr starkes Bett. Papa-Platte, Latten-Sepp. Er hat's! Das ist crazy! Okay, ich hab doch voll der Zeit geschafft. Unter 24 Minuten! Boah, was ein stressiger Run, Digga! Ist es krass! Claps in den Chat für den Latten-Sepp! Hallihallo, herzlich willkommen! So, Finn hier mit einem krassen Run. Und wenn der das letzte Bett ein bisschen besser gezündet hätte, wäre das ein Sub 8 gewesen. Unter 8 Minuten, das ist ein Giga-Chat-Zeit. 8 Minuten 03, absolut geisteskrank. Dimovo direkt dahinter mit 8,56, auch insane. Multipearl hätte auch eine 9er Zeit haben können, aber ist leider dann gestorben. Er hat nämlich Hunger resettet im Portal Room, ohne das Bett zurechtkicken. Man musste dann nochmal hinlaufen, hat es trotzdem geschafft, das in 12 Minuten fertig zu spielen. Auch insane. Und wir haben es gerade gesehen, Kevin, Papa fucking Platte mit einem Sub 24. Und das ist auch eine Leistung, die man hier auf jeden Fall in der Amateurkategorie ordentlich mal auf die Schulter klopfen kann. Das ist ein starkes Game gewesen von ihm. Wer hat hier die Pole Position? Schauen wir drauf. Es sind die Netherstorm Raiders. Und verdammt, das ist schwierig, das noch einzuholen. Denn die haben 15 Punkte, gefolgt von einem Tiebreak, Lava Legends und Obsidian Outlaws mit jeweils 12 Punkten und die Emerald Knights mit 11 Punkten, gerade hier auf dem letzten Platz. Und das Ding ist, es ist noch möglich, dass wir einen Tiebreaker bekommen. Es ist aber nicht möglich, dass wir einen eindeutigen Gewinner haben, außer den Netherstorm Raiders, rein rechnerisch. Weil das Maximale, was man sich holen kann, ist 4 Punkte, das Minimale ist 1 Punkt. Das heißt, selbst wenn Netherstorm Raiders letzter werden sollten, haben sie 16 Punkte. Und wenn irgendwer von Lava Legends oder Obsidian Outlaws erster wird, haben sie auch 16 Punkte. Dann haben wir einen Tiebreaker. Ich muss ehrlich sagen, wir haben dafür jetzt gerade nichts vorbereitet. Sechster Seed, People Sprint, Abfahrt. Und wir haben jetzt hier zwei Amateure und zwei Semis, die das Ganze spielen, also Medium-Kategorie. Dieser Seed ist ein Dorf mit 3 Schmieden. Das ist rare, right? Wisst ihr, was noch absurder ist in dem Ganzen?
Ich habe ja die Seeds teilweise, also ich habe die stundenlang rausgesucht und der allererste Seed, den ich mir angeschaut habe, war der. Wirklich der allererste. Oh, ich habe irgendwas getreten. Ich habe irgendwo gegengetreten und deswegen hatte ich keinen Sound mehr. Ich heb die Schere. Und ich glaube, Flo ist gerade wirklich auf dem besten Weg, dass er hier den Sieg für sein Team nach Hause holt. Wie gesagt, er darf nur nicht letzter werden. Und ich glaube, Flo sollte hier, also wenn ich in Flo's Haut stecken würde, würde ich nicht für einen Reset spielen, wenn ich in unter 15 Minuten finische. Wenn ich in unter 15 Minuten finische, wäre ich confident genug, dass ich sage, niemand von den anderen hat so eine gute Zeit gemacht. Flo macht zu 100% einen Reset, das wäre nicht spannend. Schauen, ob ich mich von Anfang vom Homeportal reingraben kann hier direkt. Oh, Merle, heb die Schere. Achso, ja. Das wäre ein schnellerer Weg wahrscheinlich. Schade. Ich spiele den Zero. Flo will Zero cyclen. Er resettet. Ich spiele den Zero. Er will es spannend machen. So, Veto ist im End und wird jetzt hier seinen ersten Zero cycle spielen, glaube ich. Er hat bisher noch keinen gespielt, glaube ich, oder? Zero cycle, One cycle, meine ich. Bisschen früher, jetzt. Nein! Das wird nix. Ansagen ist ein bisschen schwer. Er breakdanced. Er breakdanced, Freunde. Das ist hart. Das ist hart. Ja, das wird schwierig für Veto. Das ist schwierig. Das ist jetzt eines der größten Probleme, wenn du halt anfängst zu speedrunnen, sind diese One-Cycles, die Timings von Betten sowas hinzubekommen. Vor allem bist du halt so nervös, wenn du das spielst. Also alles easy. Kann er sich hier keine Vorwürfe machen. Chaos Bro wird keinen Zero-Cycle machen, er hat zu wenig Explosives. Okay, ja, das ist ärgerlich. Bro wird das machen, glaube ich. Das sieht sehr gut aus. 10 Minuten 20, er darf jetzt halt nichts joken. Das ist jetzt das Wichtige. Aber Flo ist ja ein bisschen routinierter, was das Speedrun angeht, würde ich behaupten. Deswegen sieht das schon sehr, sehr solid aus. Ja, das war übereifrig. Das war wirklich übereifrig. Das ist wirklich übereifrig. Flo? Ich muss ein bisschen hochspringen. Ja. Oh! Am besten so. Okay. Oh mein Gott, Flo, mach mir nicht so eine Angst, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. 11 Minuten 53 war die Zeit, glaube ich. Solid. Sehr, sehr solid. Oh nein, was ist da passiert jetzt? Warum ist Merle gestorben? Okay, aber dann ist die Schere oben. Ich glaube, das ist jetzt wirklich over. Die Schere ist oben. Ja, also Veto kann den hier noch fertig spielen. Aber ich glaube, es wird halt schwierig mit so wenig Leben. Gut, hat sich erledigt an der Stelle, glaube ich. Wir werden mal zurück ins Studio gehen, denn wir haben ein Turnier zu beenden, Freunde. Wir haben ein Turnier zu beenden. Wir schauen uns jetzt die Red Bull Highlights an. Ihr habt Clips eingeschickt. Wir werden jetzt 5 von den besten Clips, die besten Momente im People Sprint, die Red Bull Highlights werden wir zeigen im Stream. Film ab, Clip Nummer 1. Ein Endermite. Oh, ich kenne das. Ich habe nicht gerechtsklickt. Ich habe es nicht gecheckt. Ja, das ist der größte Pain. Multipearl. Hier mit dem falschen Hunger Reset, falscher Ehrgeiz. Nächster Clip, Abfahrt. Ich glaube, du kannst den einen Block vor dir sogar abbauen. Nicht den. Oh mein Gott. Ist nicht so schlimm. Ah, ärgerlicher Fail von Space in dem Fall. Da haben wir viele davon gesehen, von diesen Picklin-Holes. Aber wenn man eine Sache gelernt hat, die schwierigsten Sachen bei den Speedruns sind wahrscheinlich die besten Routes und das One-Cycling. Nicht den Block, Space. Aber herzlichen Glückwunsch an das Red Bull Tray. Nächster Clip. Oh ne, du musst ja actually beeilen, fuck. Oh, Schere. Oh shit, jetzt müssen wir nochmal resetten. Fuck! Die größte Verzweiflung in den Augen von Marcel, man hat's gesehen. Das war der Moment, wo der hier passiert ist und losgelassen wurde. Abfahrt, nächster Clip, nächstes Red Bull Highlight. Perfekt, also nix. Schere. Ja, jetzt sind die 30 Minuten. Wie oft Schere gesagt wurde einfach. Meh. Ja, kein Plan, wo Portal ist. Da unten, links? Da war Library. Schaut auf die Zeit oben. 29. Doch, da waren sie welche. Ja. Rein. Oh mein Gott, okay. Ist das Ansatz des Feigen. Er hat den Augen zu wenig ist das Pain. Ah, shit. Diese ganzen Clips sind wirklich die Definition von Schere. So bei 30 Minuten nochmal vom Portalraum stehen und nicht ins Portal reinkommen. Double Pain einfach. Dann haben wir noch einen Clip von den Red Bull Highlights. Wir gehen in den letzten Clip rein. Film ab. Und, jetzt rechts den Schank. Da unten wird es nicht sein und da kann es noch drin sein. Gift für mich rein, ihn abzulenken. Red Bull Roof, lass ihm Subs gibt, damit er abgelenkt ist, hast recht. Ja, klar, er könnte mich ablenken. Genau, da kann er. Okay, mit dir gibt doch keine 5 Subs. Das kam so schnell. Danke fürs ganze Einreichen. Chaos Flo mit unter 12 Minuten den ersten Platz gemacht für sein Team, die Netherstorm Raiders, auf dieser 6. Map. Nodax auch fertig gespielt in unter 24 Minuten. Ist das genau dieselbe Zeit wie Merles Zeit auf der vorletzten Map? Kevin. Papa Plattes Zeit. Ich glaube, der hat auch 23 Minuten irgendwas gespielt. Das ist crazy. Dann haben wir Veto, der am Ende leider nicht fertig spielen konnte, genauso wie Merle. Aber ihr habt euch super geschlagen. Okay, Kevin hat 23,57, nicht der Goti. Aber es ist sehr, sehr crazy. Auch für die Amateure, die hier noch nie gespeedrunnt haben teilweise oder schon sehr lange her ist, haben sie sich sehr gut geschlagen. Merle beide Runs fast fertig gespielt, nur am Ende dann im Stronghold Slash End gechoked. So,
raus aus dem und rein ins finale Leaderboard. Wer hat gewonnen? Das Team, das heute gewinnt, sind die Netherstorm Raiders. Und mit einer sehr starken Performance, muss man sagen. Das Team mit Finn, mit Chaos Flow und mit Space setzt sich hier mit 19 Punkten nochmal ab, mit einem starken Run am Schluss von Chaos Flow. Sehr, sehr stark gespielt und unten ist es dann sehr dicht beieinander, also da war alles recht ähnlich. Herzlichen Glückwunsch an das Gewinnerteam. Jeder von euch bekommt 250 Euro. Ich werde mich bei euch melden, nachdem ich meine OP überstanden habe und alles, also keine Sorge. GG auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch an den Sieg und ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Nochmal ein riesen Shoutout, ein riesen Danke an die Partner natürlich, an Safe It und an Red Bull, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Vielen Dank für die Leute, die interagiert haben, supportet haben im Chat alles. Riesen Shoutout an die Regie, an Netrock hier, die das Ganze möglich gemacht haben, das Studio zur Verfügung stellen. Riesen Shoutout an meinen Partner Twix Maxi, mit dem ich das Event hier das 10. Mal jetzt veranstaltet habe. Und natürlich auch an das Discord-Team im Support hinten. Danke auch an die ganzen Streamer, Speedrunner, die mitgemacht haben und jede Person, die im Chat dabei war und das Ganze angefeuert hat. Jetzt, meine Freunde, haben wir noch einmal was zum Einblenden und zwar die Best Times, also die besten Seeds, die gespielt wurden. Und das ist absurd, weil wir haben drei, die unter 10 Minuten sind. Und das ist wirklich, wirklich crazy. Von Finn, von D-Max und von Dimovo. Danach gefolgt von Chaos Flo und von Tian. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Habt ihr super gemacht. Super Runs gespielt. Hey Flo, herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei People Sprint. Bei den ganzen Tag-Team-Sachen war es ja ein bisschen schwieriger in letzter Zeit, weil du immer als Pro gewertet warst. Jetzt halt mit diesem Dreier-Team-Konstellat wieder gewonnen, nachdem du ja damals in der Streamer-Showdown sehr, sehr oft gewonnen hast. Wie fandest du das Format so im Vergleich zu davor? Ey, das Format ist richtig geil. Aber erstmal, warum steht hier Favo bei Interview? aber Format übel sick. Ich habe das Gefühl, ich habe es mit meinen Teammates auch schon abgesprochen, Riesen-Props an Finn und an Space. Wir haben gefühlt immer die richtigen Picks gemacht, wen wir antreten lassen. Das war so lucky, muss man wirklich dazu sagen. Mhm. Und insgesamt, ich, erstes People Sprint überhaupt, glaube ich, dass ich nichts an mir bemängeln kann. Ich bin echt zufrieden mit meinen Runs. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr entschieden, wer wann spielt? Wir haben so geguckt, welches Gegnerteam ist desperate gerade an Punkten, um einen Pro jetzt reinzuholen. Und wir haben mehr so auf das ein bisschen gespielt, aber insgesamt, ich habe so gecheckt, es bringt eh nichts. Also es ist eh mehr random. Wir haben halt einfach Luck gehabt, dass zum Beispiel Space gerade gespielt hat, wo viele Pros waren, wo es eh keinen Unterschied gemacht hat. Dass ich am Ende auch keine Pros gegen mehr hatte, war auch ultra lucky. Ja, safe auf jeden Fall. Aber habt ihr solide runtergespielt? Also Format richtig geil. Sehr geil. Richtig geiles Event, geile Organisation. Also es gibt nichts zu bemängeln. Halt. Auch Dankeschön. Shoutout an Tian, der hat auch eine geile Zeit aufgestellt mit 11 Minuten. Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Tian hat nicht gefummelt. Kevin mit seiner 24-Minuten-Zeit, auch impressive. Ja, definitiv. Also da haben wir einiges Geiles gesehen. Ich hoffe, wir sehen mehr Speedruns von den Leuten, die hier das erste Mal mitgespielt haben teilweise. Ja, sehr geil, dass du wieder mitgemacht hast, Flo. Danke für das ganze Lob dahinter. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Und jetzt noch viel Spaß. Event. Feier dich mit deinem Team. O7. Wir hören uns. Ich würde sagen, das war das 10. People Sprint, was wir im Kasten haben. Ich sage danke. Es wird aber nicht das letzte sein. Wir werden dieses Jahr noch einiges vorhaben. Ich will jetzt, weil es noch nicht confirmed ist, will ich jetzt nichts anteasern oder irgendwas so in die Richtung sagen. Aber ich sag mal so, wir planen im Sommer was ganz Spezielles mit People Sprint. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen, spätestens Monaten, also ein, zwei Monaten, damit auch ein Announcement raushauen kann. Aber das wird ein krasses Ding. Also ich freue mich, euch bald wieder zu sehen, bald zu hören. Und vielleicht sehen wir uns ja schon in einem Monat oder so roundabout bei den Minecraft Speedrun Ranked Playoffs, wenn ich das bei mir co-casten kann. Danke für den ganzen Support. Danke für die Follows, fürs Zuschauen, fürs Chatten, fürs Clips einschicken, fürs bei Save It anmelden, für die ganzen Prime-Subs, was weiß ich was alles. Vielen, vielen Dank für den Support. Mehr bleibt mir eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns in Bestform mit meiner operierten Schulter in den nächsten Speedruns irgendwann in den nächsten Wochen. Wunderschönen guten Abend, macht's gut, haut rein.